Er wird geliebt, er wird gehasst. Aber alle kennen ihn, Thomas Anders. Herzlich willkommen bei 1199, jetzt mal auf einer Wartebank. Ich grüße dich, hallo. Ja, Thomas, wo du auftauchst, fragt man immer noch nach Modern Talking. Man hat immer das Gefühl, dass gleich Mr. Dieter Bohlen um die Ecke kommt. Mit der Sicht von heute, was hätte bei Modern Talking damals anders laufen müssen, damit dir dieses Image nicht immer wie ein Rattenschwanz anhängt? Naja, ich glaube, man muss es einfach so sehen, dass ich hatte mit Modern Talking unglaublich große Erfolge. Mhm. Und ich war eigentlich das Gesicht von Modern Talking. Dieter hat nur die Musik geschrieben und die Texte produziert. Und ich war das Gesicht von Modern Talking. Und man, als dann eben diese Modern Talking-Ära zu Ende ging und man Modern Talking nicht mehr sehen konnte, fiel es natürlich auch ein bisschen auf mich. Mhm. Und ich sage immer, ich kann nicht alles haben. Ich kann nicht. Ja, also ist mal. Ja, ja, auf dem Bahnhof hier. Man kann nicht alles haben. Ich kann wirklich nicht nur die Vorteile, ich muss dann einfach auch die Nachteile einstecken. Dass es natürlich so knallehart kam, das war nicht so doll, aber ich habe es ja überlebt. Du hast es überlebt und kannst damit gut umgehen. Du warst eine Weile in Amerika, hast dort neue Aufnahmen gemacht. Und nun komme ich nochmal zu der ersten Frage. Es gibt wieder ein Duett. Ja. Warum? Ich meine, das war überhaupt nicht geplant. Als ich nach Amerika geflogen bin, war überhaupt kein Duett irgendwie geplant, das wir aufnehmen wollten. Und ich habe eben meinen Duettpartner Glenn Medeiros auf einer Party kennengelernt. Und wir haben uns so gut verstanden, dass wir einfach auf die Idee kamen, ganz spontan, dass wir vielleicht doch irgendwann mal ein Duett zusammen singen. Und was ist daran jetzt ein bisschen anders als vielleicht an Modern Talking? Hast du da die Musik gemacht? Nein, das nicht. Ich meine, über Musik zu sprechen, das ist wirklich sehr kompliziert. Man muss es sich vielleicht anhören. Mhm. Es ist nicht mit Modern Talking. Was für Modern Talking das typisch war. Aber das war aus Fehlern lernt man ja. Was ist jetzt da ganz anders? Ja, ich meine, ich kann nicht sagen, Modern Talking war ein Fehler. Mhm. Das wäre falsch, weil Modern Talking hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Mhm. Ich bin dankbar, dass es Modern Talking gegeben hat. Gut. Trotzdem vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Du bist heute sehr früh aufgestanden. Ja. Sieht man dir aber trotzdem nicht an. Dich werden wir jetzt trotzdem nicht live auf dieser Showbühne erleben, sondern es gibt ein neues Video von dir. Davon haben wir ja gerade gesprochen. Sozusagen im Fernsehen. Ja. Die Premiere. Ja, genau. Und hier ist das neue Video. Thomas Anders im Duett mit Glenn Medeiros, Standing Alone.